Und willkommen zurück bei Assault and Sanctuary. Ich glaube sogar, ich kann hier runterspringen, weil ich glaube, ich weiß, was da unten... Ja, ich hatte recht. Ist. So viel tatsächlich dazu. Ich hätte tatsächlich gern... Ach, das ist ein Alchemist. Leiter? Ein Leiter zu rufen? Söldner brauche ich nicht. Gib mir mal noch einen Schmied und einen Händler. Aufträge. Ah, sowas. Okay, was ist das hier? Ohr eines verrotteten Wandlers. Ertrunkenen Banditen. Hufmagier, was kriege ich dadurch? Rotgras, Blaugras, Musik, Festmut. Ich behaupte mal, Rotgras. Das ist ein Trank, theoretisch, ne? Oh, eines verrotteten Wandlers. Wo kriege ich sie denn her? Wer? Aufsteigen. Achso, aufsteigen. Oh ja, bitte. Steigen wir mal eben auf. Rotgras 8. Verlassen. Bestarium. Irgendwas mit Wanderer hier. Verrotteter Wandler. Ah, die. Oh. Keine. Oh, geil. Ich hab's gerade geschafft, glaube ich, mein. Ja, ich hab gerade meinen Controller geschafft auszustecken. Kriege ich den wieder dran während dem Lauf? Funktioniert das wieder? Ja, funktioniert. Verrotteter Wandler. Okay, ich muss einen von denen irgendwie. Ich gehe mal zurück und werde versuchen, die zu finden. Ich glaube, ich weiß sogar, in welchem Gebiet ich die finde. Was ist das hier? Zerbrechen am Heiligtum. Für euer Glaubensbekenntnis zu beanspruchen. Aha. Okay. Ich komme nicht komplett mit allem mit hier gerade, aber das ist okay. Hallo Wanderer. Gegenstände kaufen. Oh, Giftpfeile. Giftbolzen. Theoretisch kann ich Beutel voll Salz kaufen. Bald wieder. Wie sieht es mit meinem Schmied aus? Der kann mir leider nichts Besseres verkaufen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mal gebrauchen kann. Aber ich nehme es jetzt einfach mal so an. Aufrüsten. Kann ich denn mittlerweile... Oh, kann ich! Kurimura 3. Aber jetzt die Frage, war das schlau? Weil ich kann das doch hier auch irgendwie
wenn ich dieses Bernstein-Idol habe. Auch hier, glaube ich, machen. So, bevor ich jetzt... Ich habe jetzt zu viel Geld. Bevor ich da... was Dummes mitmache. Steige ich tatsächlich nochmal auf. Wow, gerade so. Ach, ich habe meine, die glaube ich noch gar nicht verteilt, ne? Ne, 5 Punkte. Oh, 5 Punkte. Schaltkämpfer 4. Zweihändige Stufe 4. Großschwerter. Erhalte 4 Punkte Stärke. Warum nicht? Mach mal. So, wo lang muss ich jetzt noch gleich? Nicht hier lang. Ach, dich kann ich mal eben töten. Wie schnell kriege ich dich jetzt tot? Oh, wie schnell kriegst du mich tot? 302. Alter, der gibt ja schon Unmengen an Salz an sich, der Typ. Naja. Ist das richtig? Ja und nein. Aber ja und nein. Es gibt jetzt theoretisch einige Orte, an die ich zurückkehren müssen möchte. Wegen diesen Fähigkeiten. Mir fallen da tatsächlich auch gerade ein paar Sachen ein. Eins davon steht direkt vor mir. Okay, zu viel zu dem Thema. Muss ich den ganzen Weg nochmal zurück. Hallo Hundi. Hallo Hundi Nummer 2. Okay. Warum wird die Musik gerade so bedroht? Also. Okay. Wird schon seine Richtigkeit haben. So, wir haben hier... Interessant. Sehr interessant. Ja, warte, ich gehe lieber erst hier rein. Bestimmt nur ein kleines Geheimnis. Askanisches Suktum oder irgendwie sowas. Ist ein Schild, brauche ich nicht. Ich gucke es mir trotzdem an. Da. Oh, nice. Turmschild 1. Ach, ist das jetzt dein Ernst? Dass ich da nicht mehr... Wow. Hoppa! Und hoppa! Und hoppa! Und was krieg ich? Ein gefräßiges Amulett. Was ist ein gefräßiges Amulett?
Erzieht Feinden HP. Aha. Wow. GG. Für 54 Gold, toll. Ich verliere mal endlich nicht so viel Gold, weil ich so viel Gold ausgegeben habe. Seelen wieder. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viele es waren. So viele können es eigentlich nicht gewesen sein. Ich schätze mal so auf 1000. Aber auch 1000 Seelen wollen wir zurückhaben. Gerade tatsächlich mal ganz kurz rausfinden, wo meine Seelen sind. Oh wow. Wieder Falkenohr. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Cool, ich hab Flammenpfeile. Ja, 1000, ich hatte ungefähr recht. One less. Another one less. Nope, du auch nicht. So. Jetzt haben wir hier. Hier ist das Gebetsding. Nicht. Hier ist der Shortcut. Dammit. Da ist das Gebetsding irgendwo. Ah, hinterm Boss. Das war die falsche Taste. Dammit. Ja, da war ich doch gerade eben. Bin aber hier nicht weiter gelaufen. Bin ich wohl? Am I? Doch, doch, den Typen habe ich ja eben besiegt. Das ist jedes Mal 13 Schaden, mein Freund. Oh, wow. Der haut echt rein. Aber da gibt 600 Seelen. Nein, das ist nicht wenig. Ja, ich bin gerade. Oh wow, ich habe vergessen, dass hier ja überall Fallen sind. Wie zum Beispiel die hier. Was sind das denn für Fallen? Oh wow, okay. Ich wollte es nur mal wissen. Ja, hier war der Aufzug. Stopp, nehme ich mit. Ist gar nicht mal so verkehrt. Wir müssen ja so oder so zurück. Bin ich genau. Ah. Oh, eines enttrunkenen Banditen.
That's not what I'm searching. Oh wow. Jetzt hab ich überhaupt nicht aufgepasst. Haarlocke, Ohren ist betrunken, das brauche ich alles nicht. Wisst ihr was? Ich kenne mich alle mal. Dritter Eid. Ach, jetzt kann ich hier natürlich auch. Geil. Jetzt bin ich allem mal abtrünnig geworden. Ohne Fähigkeiten. Ermöglicht Stufe 1 Zauber und Beschwörungen. Ach, das wollte ich ja noch lernen. Richtig. Obwohl ich gerade gar keinen Level 1 Zauber habe. Traurigerweise. Da ist immer noch diese Truhe, wo ich tatsächlich akut nicht so recht weiß, wie ich dorthin komme. Oh, und jetzt weiß ich, glaube ich, wie ich dahin komme. Wow. Onyx. Was ist das für eine Rüstung? Ernsthaft? Nerv mich nicht. Oh, nächste Rüstung. Schweren Eisenplatten. Gewicht ist lächerlich hoch. Ja, bin ich dagegen. Die hier brauche ich. Was sind die, die ich brauche? Von dir brauche ich ein Ohr. Oder von dir. Oder von dir. Von euch brauche ich Ohren. Kriege ich aber nicht. Das ist total nett von euch. Ich weiß aber, dass hier oben irgendwo auch noch so ein Ding stand. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Dun, dun, dun. Boah. Achso, hier ist eine Leiter. Hätte ich auch direkt nehmen können. Egal. So. Weg mit euch. Hier oben müsste eigentlich noch so ein Teil sein. Eventuell ist das Ohr, was ich suche. Komm schon. Eine Rotscherbe. Super. Genau das, was ich nicht brauche. Oh, wie ärgerlich. Oh my! Of course. Of course. Scheiße. God damn it! Das war... nicht schlau. Moment, bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Ach hier, nice. Awesome.
So. Da. Was war das denn? Okay. Danke für meine 4000 Seelen. Oh nein, darf ich nicht drüber. Ist das euer? Hab ich dich? Steinführer, funkeln das etwas. Eine schwarze Perle, schön. Also ein Fähigkeitspunkt quasi. Sehr nett. Und hier ist irgendwo eigentlich noch ein Bogenschütze. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Okay. Kartoffel? Was? Dorf des Lächelns, zitterndes Ufer. Wir nehmen das zitternde Ufer, glaube ich. Reisende. Wir haben hier super tolle neue Schilder und sowas, brauche ich aber alles nicht aufrüsten. Soldatengedicht-Ding, ne? Gegenstände kaufen. Brauche ich alles nicht. Hab 8. Grüße Reisender. Zauber erlernen. Beschwörung erlernen. Gegenstände kaufen. Okay. Aufsteigen. Ja. Und wir wollen bitte... Ach, ich kann schon Stufe 1 Magie nutzen. Moment, jetzt bin ich Moment. Das sind Gebete. Wie setze ich denn Magie ein? Ich verstehe gerade nicht. Muss ich dafür irgendwie... Ermöglicht das Führen von Routen. Ein Energietrank.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Brauche ich irgendwie, brauche ich eine besondere Waffe? So, eine Route, ne? Kann ich mir da eine Route kaufen? Eine Wünschelrute oder so. Keine Ahnung. Gegenstände kaufen. Ein Stock. Ein Stab. Aber ein Klasse 1 Stab. Die Frage, Klasse 1 Stab. Kann ich Klasse 1 Stäbe? Kann ich nicht. Kann ich doch. Ermögliches Führen von Stufe 1 Stäben. Wir lernen jetzt einfach mal ganz ehrlich diese Route. Und gucken. Ich würde gerne einfach nur mal... Wo ist diese Route? I don't get it. Hä, wo ist denn diese Route? Ich verstehe nicht. Wie setze ich Magie ein? Ich bin gerade ich verstehe gerade nicht, wie ich Magie einsetze. I don't get it. Ich glaube, jetzt habe ich. Aber dadurch kann ich mein Schwert nur noch einhand tragen. Das ist sehr schade. Wie stark ist das denn so? Okay. Es ist schon arg schwach. Okay. Ich hab verstanden. Ist arg schwach. Ich hab's verstanden. Dankeschön. Okay. So viel zum Thema Magie. lohnt sich nicht. Lohnt sich so überhaupt nicht. Seit man skillt wahrscheinlich komplett da drauf. Das kannst du mal bitte verlernen. Ich werde das jetzt generell alles verlernen. Dadurch kann ich hier oben weitermachen. Schwertkämpfer Stufe 5. Okay. Verlassen. Dankeschön. Was ist das irgendein Gefäß? So, nein, das wollte ich nicht. So, jetzt muss ich nur noch eigentlich wissen, wie ich weiterkomme. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss zum Schloss. Wie komme ich denn zum Schloss? Theoretisch von hier aus irgendwie, ne? Wir probieren es. Wir machen den kurzen Cut. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos. Euer Heli.